Willkommen. Wir haben immer noch diesen einen schweren Kampf vor uns und wollen hoffen, dass er diesmal besser für uns ausgeht. Mewe ritt am Kopf. Was schlägst du vor? Ihr Gefahr. Wir werden dieses Ich bin Mal Eldarin. Ich nicht bekenne mich, ich Eldarin würde dir doch wissen, nachgeben, doch, dass ihm kommt, das wird doch. diesem Und hinterrücksten ich dachte, Schuft. wenn die Herren. Wir bleiben auf jeden Fall auf dem Friedhof. Das Leben meiner Männer ist zu wertvoll. Darum kann ich meine Einheit nicht für ein paar Soldaten opfern. Euer Gnaden, bitte, bedenkt. Ich lehne dein Angebot ab. Wie du willst, Rena. Squeeze me. Mit einer schnellen, fast beiläufigen Bewegung schnitt Eldain einem Späher die Kehle durch und gab sogleich den Befehl zum Angriff. Da ändert sich wenig, nur dass wir diesmal vielleicht nicht die Viecher haben, die sich zu uns stellen, beziehungsweise die unsere Leute entführen und meucheln. So, erneut in die Schlacht von Kedwa Genwit. Die Deuterium-Bombe kann uns durchaus auch einen kleinen Vorteil bringen. Aber mit dem, was wir hier haben, ist Gascon nicht unbedingt der Beste. Jetzt sieht das schon ganz anders aus. Die Streuner-Eindringlinge. Gut. Die Meteorium-Bombe oder lieber noch ein mehr fürs Feld. Schwierige Entscheidung. Schwierige Entscheidung. Wir behalten mal die Bombe. Vorsicht! Und auf geht's! Das sind Feiglinge. Ah, es gibt bestimmt Fallen. Geilo! Hier haben wir den taktischen Vorteil. Bis zu zwei Einheiten deiner Wahl aus deinem Deck herbeirufen. Ja, richtig gut. Wir holen uns den guten Ike von Denisle in der Hoffnung, dass der noch richtig stark wird. Und dann würde ich sagen, holen wir uns einfach eine schöne Masse an Einheiten. Ach, guck mal, die werden sogar mit ihrem normalen Bonus geholt und nicht mit dem mit der Negativmoral. Gut, gut, gut. Und dann werden wir Feuer legen. Ich brauche keine Waffe. Der Kampf sollte jetzt wesentlich besser für uns laufen. Okay, entführen kann er trotzdem. Er hat sich allerdings eine schwache Einheit geschnappt. Wir nutzen das hier, um Gascon zu stärken. Jetzt haben wir natürlich hauptsächlich sie hier. Dann nutzen wir die Zeit, die wir noch haben. Achso, die leichte Infanterie ist leider nicht verwundet. Ist egal. Wir stärken erstmal ihn hier. Gut. Tod den Menschen! Es wird natürlich andauernd Ike fixiert. Wenn man einen Elfen ausspielt, die benachbarten Einheiten verbessern, das wird auch. Aber dafür haben wir die Dimeterium-Bombe, damit wir das dann am Ende alles annullieren können. So, wir können jetzt hoffen, wir spielen mal hier das Krafttonikum auf ihn. Und hoffen, dass der Bär noch mal eine Runde, also dass die Infanterie noch mal eine Runde alleine gelassen wird. Oh. Unsere Soldaten. Ah, nein. Wir hätten ihnen diesen Tod erspart. Ja, ja, ja. Kommen wir ins Geschäft. Ärgerlich. So, dann gibt es den Merlot. Ja, ist ganz gut. Dann lebt Ike länger.
Seine Fähigkeiten sind davon ja nicht beeinflusst. Und dann fangen wir schon mal an, die Sechser hier zu schwächen. Wunderbar, der wurde damit rausgenommen. Doch, das läuft diesmal besser. Wie kann ich dir helfen? Er geht drauf. Ihn möchte ich drauf gehen lassen. Und er geht drauf. Bitte, wäre geil, wenn das Feuer jetzt greift. Ja, da sind sie wieder. Sehr schön. Frieden mit Menschen? Abet Arse! Füge der stärksten gegnerischen Einheit Höhe in Anzahl der Elfen zu. Auch nicht schön. Aber erstmal den Alchemisten. Was gibt's? So, wir sind jetzt schon von der Kampfkraft stärker aufgestellt als die Elfen das letzte Mal. Vorwärts, Freeheld! Ein wenig mehr Schaden. Glaub mir, und ab ins Feuer mit euch. So, der Alchemist ist rübergeholt. Ach ja, genau. Wenn er die Einheit tötet, dann werden auch unseren Einheiten Schaden zugefügt. Das ist das Problem. Deswegen gab es nochmal diese Todeswelle, die hier rüber schwappte. Er ist wahrscheinlich wieder der geheime Schnetzler. Ein Glück, dass wir noch einen Streunerbomber haben. Aber wie stellen wir das jetzt klug an? Das ist der letzte Schaden, den wir verteilen können. Den Schützen will ich auf jeden Fall tot sehen. Ihn auch. Ja genau, und ihn, weil er sich nicht bewegen kann, einen Schaden. Das ist doch gut. Wir können noch darauf hoffen, dass die Flammen greifen. Wir töten deswegen den Tänzer und den anderen Dragoner. Ja, ganz anderes Bild. Nahezu eine Leichtigkeit. Der taktische Vorteil war schon ganz nice. Jetzt können wir leider nichts gegen die Feuerfalle unternehmen. Gegenüberliegende Reihe, 4 Schaden. Ist halt so. Geld stinkt nicht, wie sehr die Börse auch müffelt. Wir werden unsere Stärke beweisen. So, diesmal haben sie sich gar nicht so viel gebufft. Hätten nur auf die Dimitherium-Bombe doch verzichten können. Aber die 80 Punkte, die holen die nicht ein. Wenn die hier noch ganz gut am Rumchinschen sind, aber... So, mein Freund. In die Schranken gewiesen. Herr des Moderwalds. Nach einem langen, blutigen Kampf war Eldains Trupp besiegt und er selbst lag geschlagen und in den letzten Zügen zu Mewes Füßen. Auf einem Friedhof zu sterben, ist irgendwie amüsant, oder nicht? Ein wenig. Erstaunlich, dass dir nach Witzen zumute ist. Ich habe meine letzte Träne schon vor Jahren vergossen. Meine Familie ermordet in einem Pogrom. Sinnlos. So sinnlos. Rena, wir haben verloren. Ich, meine Skuyatel, die Enseide. Wir verlassen diese Erde. Deine Enkel werden uns nur noch aus Märchen kennen. Bitte mich zur Ruhe. In einem Grab. Lass mich in Würde gehen. Ege Dregaret. Euer Gnaden, lass diesen Hund hier verrotten, bitte. Seht doch, er lacht. Denkt an die Männer, die er an die Weide gefesselt hat. Er verdient keine Gnade. Du verdienst keine Gnade, Eldain. Ich lasse dich, wo du bist. Die Ratten werden sich deiner Gebeine annehmen. Ich hätte dasselbe getan. An deiner Stadt.
Da bin ich mir ganz sicher. Mewe gab den Befehl, noch vor der Morgendämmerung aufzubrechen. Sie wollte den Moderwald baldmöglichst verlassen und die verrottenden Elfen auf dem Friedhof von Kaedvgenwyd hinter sich lassen. Die schwarze Reila ritt an der Spitze der Karawane zur Rechten der Königin. Ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen. Und wir haben die Alraunenwurzel, die fast ein bisschen wie eine korpulente Frau mit drei Brüsten aussieht. Aber gut, was bringt denn uns wohl diese Wurzel? Warum haben wir denn immer noch eine negative Moral? Wir haben die Schlacht geschlagen, weil wir unsere Speeraufgaben und den taktischen Vorteil nutzten. Moral, was für ein brüchliches, zerbrechliches Konstrukt. Hier gibt es nichts mehr. Ich glaube immer noch, dass diese Brücke zerstört war. Es geht für uns nur genau hierauf und dann hier rum. Ja, Schatzkarten. Oh Gott, was haben wir denn hier? Skoyatel-Propaganda. Elfen, Gnome, Halblinge. Das Ende der alten Ordnung ist nahe. Die unterdrückten Mächte unseres Nordens, Plünderer unserer Lande, Vergewaltiger unserer Völker werden dem Ansturm Nilfgaards nicht standhalten können. Und wir können ihren Niedergang beschleunigen. Wir müssen es sogar tun. Jeder einzelne von uns. Wer eine Waffe führen kann, stoße in den Wäldern zu uns. Suche sich ein Skoyatel-Kommando. Wer zu jung, zu alt, zu krank ist, der kämpfe nach Kräften mit Gift, mit Dolchen, mit Lügen. Müßige Feiglinge werden nach dem Krieg als Verräter den älteren Völkern verurteilt. Brief bei Eldain gefunden. Eldain. Über kaiserliche Emissäre konnten wir Kontakt mit einem Kommando auf temerischem Boden herstellen. Es wird von einem gewissen Jorvet angeführt. Er ist bereit, seine Kampagne gegen die Menschenregime mit unseren Kräften abzustimmen und erwartet weitere Informationen. Wir sollten ihm Nachricht senden, so wie wir mit der Gesellschaft aus Lyrien zu tun bekommen. Nueal. Frage ist, ob Nueal auch noch alleine unterwegs ist. Und Jorvet, den kennt man ein wenig. Joel, Eldains Spitzohren haben Folgendes bestellt. 2 Kisten Durchschlagbolzen, 3 Kanister Waffenschierling, 5 Kisten Schlingen und Fallen, eine Bullenpeitsche aus feinstem Stahl für Kommandant Spitzohr persönlich. Weiß in jede Münze zweimal, sie würden nicht zum ersten Mal betrügen. Und halt die Teufel von den Hauptstraßen fern, da trifft man immer noch edirnische Patrouillen an. Klaus. Ja, das war von den Hafka, alles klar, von den Waffenhändlern. Nilfgaardischer Brief an Senior Zensor Berwin ab Klenage von Feldwebel Dilwen in Eleri. Ich habe wie befohlen 30 lebendige Nordlinge edirnischer Herkunft beschafft, die sich wie folgt unterteilen. 13 Männer, 7 Frauen, 5 Alte, 5 Kinder. Die Arbeitstauglichkeit der Alten wird im Lager bestimmt, gegebenenfalls werden sie aus der Karawane entfernt. Lang lebe der Kaiser. Ein Bericht über Eldains Kommando. 9 Berichten zufolge befehligt ein Elf namens Eldain eine beträchtliche Streitmacht im Moderwald. Die Mannstärke entspricht mindestens der Begleitung eurer Hoheit. Extreme Vorsicht ist angeraten. Eldains Hintergrund, assimilierter Händler in Guleta, radikalisiert nach Tod seiner Familie beim Pogrom 1246. Augenzeugen zufolge ist Eldain nicht zu trauen. Er hält sich nicht an Abmachungen und bricht sein Wort. Den hätten wir vorher gerne mal lesen können. Der hätte uns auch echt geholfen, eine klügere Entscheidung zu treffen. Lyrien und Rivien sind eingenommen. Die Heeresgruppe Ost berichtet ihre gesamte Stärke auf Edirne. Trotz erbitterten Widerstands fallen die Grenzposten. König Demavend zieht sich aus kleineren Garnisonen zurück und versammelt seine Kräfte in den stärkeren Festungen Rossberg, Aldersberg und Wengerberg. Die Skoyatel sind sehr aktiv geworden. Angriffe auf Kaufleute und Flüchtlinge jedoch nicht auf nilfgaardische Ziele. Es deutet alles darauf hin, dass die Skoyatel dem Feind zuarbeiten. Der Bericht liest sich wirklich wie so ein Zeitungsartikel. Appell an die Bürger Lyriens und Riviens. Ein Pamphlet. Königin Mewe schert sich kein Deut um eure Interessen. Anstatt Frieden mit dem Kaiserreich Nilfgaard anzustreben, übt sie fruchtlosen Widerstand und gibt euch alle der Vernichtung preis. Um ihre Untertanen von diesem Schicksal zu bewahren, hat der Rat der Edlen beschieden, die verrückte Königin vom Thron zu entfernen. In ihrem grausamen Irrsinn widersetzt sie sich unseren Verführungen und spuckt auf unsere Gesetze. Feige ist sie, aus dem Land geflohen und trachtet danach, Chaos und Verwüstung zu stiften. Der rechtmäßige Herrscher ist nun Mewes älterer Sohn Willem, der in diesen Zeiten
in diesen schwierigen Zeiten von Graf Caldwell beraten wird. Mögen die Wiesen von Lyrien und Rivien im Lichte der goldenen Sonne erblühen. Lang lebe der Kaiser. Und dann haben wir als letztes noch einen Brief von Hauptmann Tobias. Euer Gnaden. Wir haben zwar erst vor kurzem gesprochen, doch an meinem Namen werdet ihr euch nicht erinnern. Ich bin die Wache, die euch aufgehalten hat, als ihr aus Lyrien floht. Die Wache, die an euch gezweifelt hat. Euer Gnaden, ich möchte mich ein weiteres Mal für meine Feigheit entschuldigen und euch für die Möglichkeit danken, meinen Fehler wieder gut zu machen. Ich kann Lyrien nicht von den Krallen Nilfgaards retten, doch ich kann euch von Nilfgaards Geheimnissen berichten. Ich habe einen Posten im Palast ergattert. Ich werde die Ohren offen halten und wenn ich etwas erfahre, werde ich euch umgehend informieren. Mögen die Götter euch Holz sein, euer Gnaden. Wir warten auf eure Rückkehr, Hauptmann Tobias. Ja, sehr nice. Da könnte man ja noch durchaus drauf hoffen. Wir haben noch die Karten. Irgendwas mit einem Stein und irgendwas mit Hütten. Vielleicht, hoffentlich, sind wir noch nicht daran vorbei. Ansonsten, wie gesagt, wenn die Karte hier durch ist, werde ich da mal ein bisschen herumforsten. Endlich. Ich dachte schon, der Wald hört nie auf. Ich dachte, Banditen kennen sich im Wald aus. Mhm. Solange er nicht von schwer bewaffneten Elfen wimmelt. Gut, wir haben den Moderwald durchquert. Wir sollen weiter nach Aldersberg. Diese niedrige Moralgeschichte. Die macht mich fertig, die zermürbt. Na, kann man sich hier unten noch irgendwo... Hier ist Ende. Was gibt's hier auf dem Flammenfeld? Ein weiteres niedergerissenes Dorf. Der schwarze Rauch der brennenden Felder und Gärten machte den Tag zur Nacht. Mewe ritt in der Mitte ihres Zugs und sah weder dessen Anfang noch das Ende. Renard befahl, schweigend in Formation zu marschieren. Augen offen halten. Vielleicht hat der Feind die Lage genutzt, um Fallen zu stellen. Das Horn eines Speers durchbrach die Stille. Mewe ritt sofort an die Spitze des Zugs und fand dort ein paar glühende Haufen, die Bauernhütten gewesen waren. Was zum Teufel ist hier passiert? Leichen lagen in der Asche, barfüßig und in Nachthemden, wohl im Schlaf überrascht. Mewe hielt sie für weitere Opfer der Schwarzkittel, doch Gascon hatte einen anderen Verdacht. Sieh die Pfeile. Kaiserlich? Wohl kaum. Auch von den Skoyatel stammen sie nicht. Und sieh die Spuren. Die Angreifer haben nicht in Formation, sondern Mann gegen Mann gekämpft. Es müssen Banditen gewesen sein. Renard, der neben ihm stand, nickte zustimmend. Gascons Urteil ist zuverlässig. Er ist ja schließlich selber Bandit. Unbehagliche Stille senkte sich herab und endete erst, als Mewe den Speeren befahl, den Spuren der Banditen zu folgen. Sie fanden heraus, dass die Mörder sich irgendwo im Norden verbargen. Ja, immer mehr Grausamkeiten, über die wir hier stolpern, aber so langsam härtet man da wohl auch ab. Es ist nicht das erste Mal, dass hier ja, Bewohner ihr Leben in Flammen oder Pfeilen verloren haben. Ganze Behausungen niedergebrannt wurden, Familien ausgerottet. So, hier ist nochmal ein Hinweisblatt. Wir können nochmal Speer bezahlen, aber ich denke, ja, ne. Hier gibt es nichts mehr. Da unten allerdings ein Rätselkampf. Vorher nehmen wir nochmal hier das Holz mit. Ja, gut. Vielleicht kriegen wir den ja noch gelöst. Was ist denn das für eine Kreatur? Zorn einer Trollin. Ich bin auf meinen Reisen schon zahlreichen Trollen begegnet. Manche waren freundlich und hilfsbereit, andere sahen Menschen eher als leckere Zutat für die Suppe. Wie jene Trollin, die Mewe in kriegsgebeutelten Äddern traf. Töte sie, halte alle Verbündeten am Leben. Rätselkampf Sonderreben gehen. Jo. Okay, verkürzter Kampf von einer Runde und wir kämpfen mit vorgegebenem Deck. So wie wir es kennen.
Erhalte alle Verbündeten am Leben. Zepter der Stürme. Befehl. Füge der schwächsten gegnerischen Einheit 3 Schaden zu. Wiederhole diese Fähigkeit, bis alle Ladungen erschöpft sind. Gib dieser Einheit jeden Zug zu Beginn des Zugs eine Ladung. Kann ich das Ding nutzen? Nein. Gut, also wir kriegen jede Runde 3 Schaden. Wir können die Wagenburg aufgrund der Rüstung spielen. Wie wir das denn machen? Grauer Reiter. Wenn eine verbündete Einheit ausgespielt wird oder in eine andere Reihe verschoben wird, verschiebe diese auf die Position neben ihr und verbessere sie um 1. Trollin. Wenn Mensch Troll Dau-Aua-Aua macht, macht Troll mit merkwürdigen glänzendem Stock zapp. Ja, sehr einfach. Okay, ich würde sagen, wir fangen deshalb mal mit dem... Wir probieren mal die Wagenburg. Die hat ja ihre... Verdammt, die hat keine Rüstung. Okay, dann ist sie wahrscheinlich gleich weg. Und wir haben verloren. Nein, haben wir nicht. Es wurde einfach nur aufgespart. Okay. Okay. Die wird erst eingesetzt, wenn sie Schaden kriegt. Wie befohlen. Oder? Ja, okay, also wir können uns einen Moment lang, wenn eine andere verbündete Einheit ausgespielt oder in dieselbe Reihe verschoben, verschiebe diese Einheit auf die Position neben ihr, verbessere sie um 1. Ich spiele mal den Streitwagen aus. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Das gab jetzt keinen Bonus. Das hat funktioniert. Das jetzt nicht. Okay. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Jetzt haben wir ihn in die Reihe gespielt, deswegen hat er einen Buff gekriegt. Ich schiebe den jetzt hier rüber. Dann kommt sie mit. Okay, wir müssen irgendwie damit arbeiten. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das funktionieren soll. Disziplin bringt uns den Sieg. So, er kommt hier hin. Ah, verdammt, die sind alle in der falschen Reihe. Und jetzt feuere ich drauf. Und jetzt gibt's hier diese üble Kettenreaktion und alles ist hier zerstört. Gut. Wie das Rätsel funktioniert, das sehen wir uns dann beim nächsten Mal genauer an. Eine Idee habe ich schon, aber an der Ausführung müssen wir dann feilen. Bis dahin, euer Rockstar.